Hallo. Hallo. Schön, dass du dich zu mir gesetzt hast. Du bist hier so durch die Straßen gelaufen mit so einem zufriedenen, innerlich glänzenden Strahlen und ich dachte so, wer ist diese Frau? Deswegen sitzt du heute hier. Wer bist du? Mein Name ist Juliane Solung, ein schwedischer Nachname. Ich bin aber gebürtige Deutsche. Bin ursprünglich aus Berlin. Okay. 78er Jahrgang. Hab sehr lange in Schweden gelebt und bin jetzt seit Ende des Jahres, des letzten Jahres, lebe ich in Erfurt. Ah, das heißt, du bist also Neu-Erfurterin. Genau. Gibt es denn für dich schon in Erfurt eine Art Lieblingsplatz? Ist der Anger zum Beispiel ein Platz, an dem du gerne bist, weil hier das Leben rauscht und braust? Suchst du das? Ich bin gerne an der Kremer Brücke, ja. Also hinten Richtung, ich glaube, es heißt Dämmchen. Genau. Da bin ich ganz gerne. Ich mag den Domplatz sehr. Gibt es ein Café, wo ich, als die Cafés noch offen hatten, am Anfang war das mein zweites Wohnzimmer. Ja, das kenne ich auch, das Café. Ja, ich weiß nicht, ob wir hier die Namen nennen dürfen. Ich glaube, alle wissen, welches Café gemeint ist. Erfurt als Blumenstadt ist ja insofern auch eine gute Wahl, weil dich das Thema Blumen ja auch nachhaltiger und in einem anderen Maße beschäftigt vielleicht als andere Menschen, habe ich so gehört. was verbindet dich mit Blumen, also im Speziellen mit Wildblumen? Ich habe seit 2013 ein Projekt auf Instagram. Damals war ich gerade mit meinem damaligen Partner von einem kleinen Häuschen in den Feldern Südschwedens auf einen Hof gezogen, tief in den Wäldern. Und wollte meinen Freunden in Deutschland, meiner Familie gerne zeigen, wie es so um uns herum aussieht. Und fing dann an, jeden Tag einen Blumenstrauß zu pflücken auf meinen Spaziergängen. Habe den fotografiert, habe aufgeschrieben, am Anfang nur auf Englisch, welche Blumen ich gepflückt habe, ja, und wo ich sie gepflückt habe. Ja. Und das habe ich jeden Tag gemacht, 4 Wochen lang. Und stellte fest, Mensch, mir folgen ja nicht nur 20 Leute, mir folgen ja 30 Leute und 10 von denen kenne ich gar nicht. Okay. Und habe dann beschlossen, einfach weiterzumachen. Und das ist jetzt also das 8. Jahr in Folge, dass ich dieses Projekt mache. Ja. Das heißt One Bouquet per Day, also ein Strauß pro Tag. Es sind inzwischen sehr viele Menschen, die dem Projekt folgen und etliche, die diese Idee aufgegriffen haben. Ja. Und die sagen, ich erpflücke mir meine Umgebung. Genau. Eine Frage, die mich noch total interessiert, wenn du so über Schweden sprichst, ne, über diese andere Welt, bist du da auch mit einem Bild in dir, das möglicherweise geprägt ist von so einer ziemlich verklärten Sicht auf dieses Land mit Zimtschnecken und roten Häuschen und überfreundlichen Menschen hingegangen und hast du dann genau das oder was ganz anderes erlebt? Ich hatte ein Bild von Schweden oder von Skandinavien, weil ich als Kind schon ein ganz großes Interesse hatte am Norden. Und ich war immer jemand, der eher so diese kargen Landschaften haben mich fasziniert. Ich habe ganz viel skandinavische Literatur gelesen, wir hatten sehr viele Bücher zu Hause, habe mich also quer durch alles, was ich habe greifen können. Und der erste Film war auch vielleicht Ronja Räubertochter? Ja, und das war übrigens, Ronja Räubertochter ist das Buch, durch das ich Schwedisch gelernt habe. Weil es gibt vom Oettinger Verlag eine Ausgabe, die identisch ist mit Rabeno Sjögren, mit der schwedischen Ausgabe. Ah, okay. Man kann also fast mitblättern. Ja. Und es war wie meine Bibel als Kind. Großartig. Also Ronja, so diese, nicht nur die Natur, sondern auch sie als Charakter, als Figur, war einfach für mich eine ganz große Inspiration. Hat Toll. Ganz viel Dann gegeben. Muss ich dich an dieser Stelle fragen, hast du in diesem Jahr schon deinen Frühlingsschrei gemacht? Nein. Na? Nein, nein. Die Hemmung, das ist dann, ja, wenn man so in der Stadt ist. Liebe Juliane, du musst aufs Rapsfeld fahren. Um Erfurt drumherum sind ganz viele wunderschöne Rapsfelder. Da habe ich zum Beispiel mit meinem Kind den Frühlingsschrei gemacht. Das ist jetzt 3 Wochen her, mitten im großen Rapsfeld. Juliane, du hast ja auch noch sowas wie einen richtigen Beruf. Was ist das? Womit beschäftigst du dich da? Ich bin eigentlich, oder nicht eigentlich, auch uneigentlich, ich habe Puppenspielkunst studiert. Puppenspiel? Mhm. Genau. 4 Jahre in Berlin, habe auch lange Zeit in dem Beruf gearbeitet. Das ja. war dann in Schweden, wurde schwieriger und schwieriger, weil wir sehr abgeschieden gewohnt haben. Ja. Und du große Distanzen zu Ja, genau. Also das kann man nicht mit Deutschland vergleichen. Und es gibt diese Tradition, die wir haben, so wie hier am Weitspeicher, gerade in Ostdeutschland mit Puppentheatern, die gibt es in Schweden ja gar nicht. Mhm. Auch so als Kunstform existiert Puppenspiel im Grunde kaum. Also, okay. Und wie hast du diese Zeit überbrückt? Also bist du erfinderisch geworden, hast gesagt, das ist das, wofür ich brenne, ich finde Wege? Oder hast du es auch mal ruhen lassen? Ich habe es zwischendurch auch ruhen lassen, habe dann angefangen, als Puppenmacherin zu arbeiten. Ach ja.
in meinem Atelier mit Blick über die, übers Moor und die Wälder. Großartig, kann man da was anderes noch tun, außer ständig irgendwelche Trolle und Feen und Baumgnome zu basteln, weil ja drumherum die Natur davon erfüllt zu sein scheint? Also das ist schon ein anderes Narrativ, so grundsätzlich, weil man ja sehr, sehr beeinflusst wird, auch durch den Wandel der Jahreszeiten. Ja. Das ganz, ganz anders wahrnimmt und eben auch sehr mit sich ist. Also ich habe dann mitunter tatsächlich unter der Woche niemanden groß gesehen. Mhm. Und auch nicht gesprochen? Ja, da ist dann immer dank Social Media ging das ja, oder mal zu telefonieren. Also ja. Im Grunde die Sachen, die wir jetzt während des Lockdowns, das, was viele Leute machen mussten, das hatte ich schon intus. Das war für mich normal. Der schöne Name, den du am Anfang erwähnt hast, Solvong, bedeutet was? Also ganz viele Leute denken ja automatisch, ich bin verheiratet, man bekommt dann auch mitunter Glückwünsche. In Schweden gibt es ein sehr großzügiges Namensgesetz. Das heißt, wenn man es satt hat, Luise zu heißen, kann man sich einfach Eva nennen und schreibt einen Antrag. Es kostet 80 Euro. Man kann es jedes Jahr machen oder alle drei Monate, wenn einem das nicht zu viel Bürokratie ist. Und du mochtest deinen Vornamen, aber deinen Nachnamen hast du gedacht, den haben wir mal. Genau. Und dann ist Solvang draus geworden. Genau. Und der bedeutet was für die Menschen? Der bedeutet eigentlich sonnenbeschienene Wiese, wenn man es jetzt Gott, so. Wie schön. Ja, aber es ist so für Schweden nicht so präsent, weil Wong sehr dialektal ist, ein Begriff, der nicht mehr gebräuchlich ist. Mhm. Ist eigentlich in diesem. Also wenn man früher in den Dörfern eine Wiese hatte, um Heu eben zu machen. Ach ja. Genau, also artenreiche Wiese. Und ich bin die einzige weltweit, das ist Voraussetzung für diesen Namenswechsel, die Solvong heißt. Großartig. Also auch eine feministische Handlung. Ja, hervorragend, sehr gut. Das ist mein Name. Großartig, toll. Liebe Juliane, ich habe hier eine kleine Schachtel bei mir und in dieser Schachtel verbergen sich Fragen, die nochmal auf eine andere Art und Weise dich kennenlernen lassen. Welcher Beruf würde sonst noch zu dir passen? Biologe. Ein Biologe, ja. Okay. Also ich hätte gerne, ich glaube in meinem nächsten Leben so mit Fachgebiet Botanik, ja. Wunderbar. Hast du eine Frage an die Menschheit? Das ist jetzt deine Chance, Juliane. Eine Frage vielleicht nicht. Also ich habe viele Fragen, aber gerade in der jetzigen Zeit... Ist es eher ein Wunsch? Ich würde mir wünschen, dass wir uns vielleicht mehr damit auseinandersetzen, was unser tägliches Tun, welche Auswirkungen das hat, weil wir eben häufig the bigger picture einfach nicht sehen. Also die Art und Weise... Den größeren Ausschnitt, den Blick über den genau. Tellerrand. Also wenn ich jetzt Kleidung kaufe oder wenn ich mein Essen kaufe, welche Folgen hat das? Im positiven wie im negativen Sinne, dass mit jeder kleinen Entscheidung, die ich tagtäglich fälle, ich den Gang dieser Welt beeinflusse, ob ich es will oder nicht. Mhm. Und dass uns diese Prozesse einfach bewusster werden. Und möglicherweise dann auch zu einem entschiedeneren Handeln, ja. In welche Richtung auch immer führen. Genau. Juliane, werden wir dich auch in diesem Haus in irgendeiner Art und Weise erleben können? Gibt es, ich spinne jetzt mal total, gibt es eine Ausstellung mit deinen Fotos hier in diesem Haus oder eine Lesung zu, bei meinem Spaziergang durch Südschweden habe ich das und das erlebt und diese Blumen gepflückt? Ich hoffe, dass die Buga stattfindet, ja. Im nächsten Jahr. Vielleicht ergibt sich da was, dass man thematisch vielleicht tatsächlich, es würde ja passen. Wir schreiben noch die Petition ans Rathaus für die Eröffnung von Wildblumenwiesen in Erfurt. Genau, das ist genau. Aber vielleicht kann man auch also einfach eine Veranstaltung, eine kleine Veranstaltungsreihe Mensch und Natur oder... Wunderbarer ja. Gedanke. Sehr schön. Juliane, ich freue mich sehr, dass du heute dir Zeit genommen hast, um aus dem Gewusel kurz rauszutreten und mit mir so ein schönes, intensives Gespräch zu führen. Vielen Danke, Dank. Dass ich da sein durfte. Danke. Tschüss. Jetzt können wir noch einen Schluck Kaffee trinken. Genau. Ja, endlich. Endlich, jetzt ist es auch den kalten Kaffee.